Fahrradkanal. Ja, ich bin jetzt hier in Minden angekommen und hier möchte ich mein heutiges E-Bike-Abenteuer, wie ein anderer Fahrrad-YouTuber so schön immer sagt, starten. Ja, ich möchte nämlich heute von Minden circa gute 60 Kilometer in Richtung zum Steinhuder Meer fahren und dort auch campen, also Camping machen. Dazu habe ich hier auch mein Zelt. Das werde ich dann natürlich noch mal vorstellen, wenn ich es aufbaue auf dem Campingplatz. Ja, wie ihr seht, habe ich auch vorne die Lowrider-Taschen ziemlich voll. Ich hoffe, meine Konstruktion der Befestigung wird halten, weil das sind eigentlich Taschen, die hinten hinkommen. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche so viel und deswegen habe ich die Taschen nach vorne gemacht. Ja, wollen mal sehen, ob das klappt. Ich bin selber ganz gespannt. Ich hoffe, dass die Halterung hält. Ja, ihr seht hier hinten natürlich einiges an Gepäck. Ja, man hat doch einiges und recht vieles an Equipment, was man mitnehmen muss. Ja, Drohne dabei, die DJ Mini und natürlich noch so vieles andere an Zeug, was man so braucht, Schlafsack, ja, die Luftmatratze, Isomatte und Kocherset. Ja, mal schauen, ne? Wir werden das alles, hoffe ich, unterwegs sehen. Ja, meine zwei eigenen Reserveakkus, die habe ich hier rechts hinten drin. Ja, und mal schauen, ich habe hier hinten auch noch was Spezielles installiert, damit vielleicht auch noch mal tolle Aufnahmen von mir selber zu sehen sein werden. Ja, wie gesagt, das ist einiges an Gewicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, auf der Tour nimmst du noch zwei Zusatzakkus zu dem Original Bosch Akku, der ist schon drin, mitnehmen werde. Ja, und auf geht's. So, ich melde mich jetzt hier mal über das zusätzliche Mikrofon, wo ich jetzt das Video nachvertone von zu Hause. Ja, wie gesagt, das war meine erste, beziehungsweise sollte meine erste Zelttour-Exkursion sein. Ja, gestartet bin ich hier in der Nähe vom Sportplatz in Minden. Der liegt ziemlich im, ja, im Südwesten von der Altstadt. Und ich bin jetzt hier auf dem Weg direkt runter zur Weser. So, ihr Lieben, wie ihr seht, das ist jetzt hier die Weser. Ja, hier wird anscheinend auch mächtig gebaggert. Vermutlich gab es hier auch ein bisschen höheres Wasser. Man sieht da am anderen Ufer gegenüber liegen ganz viele Baumstämme bzw. Gestrüpp. Ist wahrscheinlich alles schon aus dem Wasser geholt worden. Ja, gut. Schöne Parkanlage hier. Aber ich muss weiter, weil ich muss ja noch zum Campingplatz. Gut, ja, dann weiter geht's. Ja, jetzt geht's hier weiter durch den schönen Park hier, der direkt westlich von Minden liegt, hier vorbei an der schönen Gastronomie. Ja, es gibt ja auch hier die Schiffsmühle, die habe ich leider verpasst bzw. vergessen. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach scharf rechts abbiegen auf Fahrrad. Geradeaus auf Weserrad. Leider vergessen, die mal zu besuchen und mir anzuschauen. Ja, jetzt sind wir hier schon an der großen Autobrücke, die hier die das Zentrum von Minden mit dem östlich gelegenen Teil verbindet.
Ja, und hier links ist eigentlich die alte Fischerstadt. Die wurde im 19. Jahrhundert in das Verteidigungssystem der Mindener Festung mit einbezogen. Heute besteht nur noch die 1830 gebaute ehemalige Festungsmauer zur Weser mit Scharten zur Gewehr- und Kanonenverteidigung. Könnt ihr hier noch schön sehen, gerade im Video. Ja, deshalb habe ich diese Sequenz hier, Videosequenz, mal drin gelassen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Ich fand das sehr interessant. Ja, und mal unter dem Kanal lang. Yippie-ei. Ja, wann? Einmal unter einer Wasserstraße her. Genau, wann? Nicht schlecht. Wann kann man schon mal unter einer Wasserstraße herfahren? Ja, das ist hier der über uns der Mittellandkanal. Und dieses Wasserstraßenkreuz Minden ist eine Kreuzung von zwei Wasserstraßen im ostwestfälischen Minden. Hier wird der Mittellandkanal seit 1950 in einer Trogbrücke über das Wesertal und die rund 13 Meter tiefer gelegene, von Süd nach Nord fließende Weser geführt. Ja, jetzt kommen wir hier an die Schachschleuse Minden. Diese wurde von 1911 bis 1914 erbaut. Und gleich werde ich was live dazu sagen, aber den Baustil weiß ich leider immer noch nicht. Tolle alte Schleuse. Wie zu Kaisers Zeiten. Da muss ich mal im Internet googeln, was das für ein Baustil ist. Toll. So, dann werde ich jetzt mal die Kamera ausmachen bis zum nächsten interessanten Punkt. So, Kilometer 11 hier an der Weser. Und wie man dort hinten erkennen kann, ist da eine schöne, tolle Windmühle. Echt toll. Genau. Und das ist die Büschings Mühle. Sie steht am südlichen Ortsrand der Altstadt von Petershagen. Seit mehr als 100 Jahren wurde hier Getreide gemahlen. Ein paar tolle Blechmänniken. Toll. Schön. Ja, wir sind jetzt hier bei Petershagen. Wochenmarkt, jeden Freitag von 8 bis 12 Uhr. Schön. Ja, wir müssen jetzt einmal die Weser queren. Ja, so sieht das hier aus von der Brücke. Tolle Landschaft. Wenn denn nicht hier diese blöde Straße wäre. So, tolle Landschaft. Ich glaube, da hinten ist aber auch eine Schleuse. Naja. Ja, idyllisch ist es hier. Allerdings nicht von der Geräuschkulisse. Na gut, weiter geht's. Bei circa 15,4, vielleicht auch 15,8 Kilometer Ziegeleistraße. Hier ein schönes Picknickplätzchen, Rastplatz. Wunderbar. Ja, was ich noch zur Windmühle nachtragen möchte, die wurde erbaut als sogenannte Holländer Windmühle und geht auf das Jahr 1810 zurück. Vogelschutzgebiet Weseraue.
Das liegt auf meiner Tour bei ca. 18 Kilometer. Schön. Toll. Kilometer 32, schöne Pferde. Hat alles gut geköchelt, schön warm. Warm schmeckt doch gut. Ja, habe ich jetzt warm gegessen. Hier mal ein bisschen im Zeitraffer, was man so alles machen muss, wenn man sich mal was Warmes zu essen machen möchte. Ja, muss man den ganzen Gepümmel mitschleppen. Lecker gegessen, leckere Ravioli und jetzt geht's weiter. Ja, das ist hier so auch so ein bisschen zur linken Hand standen mehrere Windmühlen. Das war auch dieses Knattergeräusch im Hintergrund. Das war so bei Kilometer 37. Jetzt bin ich hier schon kurz vor dem Steinhuder Meer. Ja, hier auf dem Foto, das kam nicht so ganz, glaube ich, zur Geltung. Da waren ganz viele Sonnenblumen. Ja, und natürlich braune Kühe. Okay, wann sieht jemand aus dem Bergischen schon mal braune Kühe? Wir haben ja nur die weiß-schwarz gefleckten. Ja, jetzt bin ich hier auch schon im Anflug auf das Steinhuder Meer. Sieht man jetzt auch schon. Und natürlich ganz klar, da muss man anhalten und ja, diesen kitschigen klassischen Fotos machen, Wasser mit Segelbooten. Jo, habe ich natürlich auch gemacht. Jo, Foto fertig und weiter geht's. Ja, jetzt ist es schon so roundabout 17 Uhr. Ich bin so zwischen 12 und 13 Uhr in Minden gestartet. Naja. Ja, hier sind so einige Gastronomie, da war gerade so ein Fischstand, hier links auch wieder so Gastronomie, die zu war, hier eine Gastronomie, die offen hat. Es gab hier so einige gastronomische Betriebe, hier links, der sieht recht zu aus. Ich habe natürlich gedacht, okay, jetzt fährst du gemütlich zum Zeltplatz. Ja, hier links auch nochmal eine Gastronomie. Und da habe ich mir, wie gesagt, gedacht, okay, fährst zum Zeltplatz, baust dein Zelt auf und dann gehst du hier nochmal runter zum See und isst was Leckeres zum Abendbrot. Aber da komme ich später noch zu. Ja, hier, wie gesagt, jetzt der andere Zeltplatz, den ich mir auch ausgesucht hatte. Aber leider war da eben nichts mit Zugang zum Zeltplatz. Fand ich ein bisschen doof, aber okay. Ich hatte ja Plan B in der Tasche. Plan B war dann der Niemeyer Zeltplatz. Wie man hier sieht, der ist da oben direkt nebenan. Hier sind ja zwei, drei Zeltplatzbetreiber. An dieser Kreuzung. Und dann habe ich halt diesen hier genommen. Ja, was ich zu dem Zeltplatz sagen muss, ist sehr gepflegt, sehr ordentlich. Die Duschen und Toiletten sehr, sehr sauber und reinlich. Ja, hier bin ich schon dabei, mein Zelt aufzuschlagen. Ich stelle euch auch mal den Link rein. Ich habe es bei Amazon gekauft, das Naturhaiki. Das ist eigentlich für zwei Personen, Doppelzelt, Ultraleichtzelt nennt es sich. Naja, so roundabout 2 Kilo oder wie auch immer, schaut es am besten selbst nochmal genau nach. Ja, ich sehe gerade 2,2 Kilo. Es hat einen sogenannten Rock, das verhindert unten
das zu viel Luft. Also es ist eigentlich auch für die kältere Jahreszeit sehr gut geeignet. Okay, ich mache hier schon alles ein bisschen für den Abendstart klar. Ich bin noch runtergegangen zum Seeufer, wollte da was essen, was Warmes, war aber alles zu. Und gleich seht ihr meine Brotdose. Ich war froh, dass ich die mit hatte. Ja, ich danke fürs Zuschauen für den ersten Teil. Den zweiten Teil seht ihr in Bälde. Bis dann!